Küste voraus! Die Weiden des Nordufers, wo noch nie ein Mensch zuvor gewesen ist. Zumindest ein Enrico. Kühe, soweit das Auge reicht. Hallo! Strand, Muscheln, soweit das Auge reicht. Ja, ich war lange nicht mehr am Strand gewesen. Ist das cool. Sich Ziele im Leben setzen. Hi, ich grüße euch wieder ganz herzlich wieder zu Alter hier und wie ihr, meine Lieben. Herzlich willkommen hier an der Nordsee. Gut, es ist gerade Ebbe. Aber was soll's. Meine Lieben, heute soll es um das Thema Zielsetzung gehen. Wie wichtig ist es für uns, Ziele im Leben zu setzen? Weil ich sage mir, ohne Ziele im Leben treibt man doch ein bisschen ziellos umher. Ohne ein Ziel, ohne einen Plan, tümpelt man doch am Ende nur im Kreis herum. Wir haben zwar eine Vision, einen Traum, aber ohne konkreten Plan, ohne Bauplan in unserem Leben, wie man diesen Traum, diese Vision umsetzen soll, werden wir nie wirklich bis zum Endergebnis unseres Traumes, unserer Vision kommen. Weil wir ja auch gar nicht wissen, wo soll man oder wo willst du da draußen anfangen mit deinem Traum und deiner Vision. Ich selbst habe es erst die letzte Zeit sehr auch bei mir gemerkt, wenn mich der liebe Sebastian von Einfach Perfekt nicht mal bei einem Skype-Gespräch darauf aufmerksam gemacht habe, beziehungsweise ich es da für mich gemerkt habe. Ich habe zwar den Traum, das Ziel, digitaler Nomade zu sein und wirklich in dem Sinne mein Leben für mich selbst finanzieren zu können, ohne von irgendjemandem, Ämtern, Arbeitgebern oder sonst was abhängig zu sein. Frei sein können. Wohin gehen, wo immer ich will. Das machen, was mir Spaß macht. Glücklicher, freier Mensch zu sein. Aber wie sieht mein Plan dahin aus? Einfach drauf los tigern ist in dem Sinne gut gesagt. Das war bei mir der Punkt. Ist einfach losgezogen, hat gesagt, okay, ich habe jetzt diese Vision, ich habe diesen Traum, dieses Ziel, aber wie sieht mein Weg dahin aus? Das Ganze am Endeffekt noch umzusetzen. Welche Schritte mache ich Step by Step, um am Ende da anzukommen, wo ich hin will? Genau das war mir in der letzten Zeit noch einfach nicht so richtig klar gewesen. Was aber zum Teil auch einfach daran lag, dass ich auch noch nicht so ganz bei mir selbst einfach angekommen bin. Ich wusste zwar, was ich wollte, aber halt nicht, wie ich es umsetzen sollte. Dies soll sich aber jetzt in Zukunft ändern. Ich mache mir einen Plan, ich lege mir meinen Weg zurecht, was ansteht, wie ich Step by Step das erreiche, was ich wirklich will. Und gerade deshalb erzähle ich euch das hier in diesem Video, damit auch ihr da draußen auch für euch mit Gedanken machen könnt, was ihr erreichen wollt, dass es immer wichtig ist, auch einen gewissen konkreten Plan zu haben. Es ist nicht wichtig, wie schnell, wie bald ihr euer Ziel erreicht. Das zeigt die Zeit und wie sehr man auch dafür hart dran arbeitet. Wichtig ist, einen Plan zu haben, wie man das Ganze konkret umsetzen möchte. Allein
das zählt. Mein Plan für heute war es auf jeden Fall, euch mal die Nordsee zu zeigen. Und siehe da, wir sind da und wir haben es umgesetzt. Wie auf jeden Fall meine nächsten Pläne aussehen werden und wohin es mich auch noch immer verschlagen wird, das zeige ich euch auf jeden Fall hier bei Alter Ihr und Wir. Also ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr noch mehr sehen wollt und wissen wollt, wie es bei mir und in meinem Leben weitergeht, dann seid hier, bleibt hier auf jeden Fall mit dran. Weil ich schätze mal, die kommende Zeit, die noch vor uns liegt, wird auf jeden Fall noch interessant. Und als nächstes, da wir ja gerade Ebbe haben, schauen wir mal uns doch mal die Norderney an. Ungefähr dahinter müssen. Aber wir haben ja Zeit. Muss sagen, man kann echt ganz schön weit rauslaufen. Habt ihr schon mal so viele Muscheln auf einen Haufen gesehen? Wahnsinn. Das sind die Freuden der Natur. Richtige schöne große Muscheln mit mehreren kleinen Muscheln. Und drauf, richtig schön. Einmal Alge gefällig, macht sich bestimmt sehr gut in ein Smoothie. Das nenne ich auch eine richtige schöne große Muschel. So richtig hier mit Ablagerungen, viele kleine Muscheln. Sag ja, sowas kann man hier mit bewundern, wenn halt gerade Ebbe ist. Ja, meine Lieben, hier scheint es dann Endstation zu sein. Und bis zur Norderney raus ist es noch ein ganz schönes Stück. Also es wäre dann einmal quer durch den ganzen Wattmorast. Und die Sonne, die neigt sich auch schon langsam dem Ende. Ich glaube, ja, Norderney brechen wir heute erstmal ab. Was aber nicht heißen wird, dass wir da nicht auf jeden Fall noch hingehen werden. Nur an einen anderen Tag, zu einer anderen Zeit. Und wenn ich besser ausgerüstet bin. Weil ich glaube, die Schuhe sind nicht gerade sehr watttauglich. Und keine Ahnung, wann das Wasser wieder zurückkommt. Dass es dann schon ruckartig dunkel wird und wir mitten hier draußen irgendwo am Watt sind und irgendwann das Wasser uns dann überrascht, das wäre nicht gerade sehr idyllisch. Aber dafür hatten wir heute wenigstens ein paar wunderschöne Ausblicke heute und die fand ich allemal wert, das heute mal hier draußen an der Nordsee zu erleben. Ganz da hinten ist der Leuchtturm von Norderney. Wenn wir es zunächst schaffen, nach Norderney zu kommen, schauen wir uns den auf jeden Fall mal an. Sehr schön, fängt an hier schon Signale zu senden. Juhu! Im Großen und Ganzen fand ich das heute auf jeden Fall ein sehr schöner Ausflug heute hier an der Nordsee. Also mir persönlich hat es sehr viel Spaß gemacht. Sag die tollen Ausblicke hier. Die herrlichen Sonnenuntergänge. Herrlich. Es war halt Ebbe gewesen. Zwar nicht sehr viel mit Wasser, aber das ist an sich nicht schlimm. Mal das Watt hier zu erleben, ist auch mal eine Erfahrung und auch mal sehenswert. Jo, ich hoffe, meine Lieben, euch hat es soweit gefallen. Der kleine Ausritt. Der Ritt wäre vielleicht schön gewesen, wenn man ein Pferd hätte. Hätte man ja schon noch schön ausreiten können. So ein kleiner Ausflug hier an die Nordsee. Es wird auf jeden Fall nochmal hierher gehen, definitiv. Auf jeden Fall, wenn auch hier Wasser ist. Gucken wir uns die Nordsee auch nochmal an. Ich habe sehr glücklich soweit. Bis dahin. Ja gut, so 2 Stunden zu Fuß. Ja. Auf jeden Fall werden wir uns hier nochmal wiederfinden. Zum zweiten Teil. Jo. In diesem Sinne würde ich ganz einfach sagen, sehen wir uns gleich in der Endcard wieder. Herzlich willkommen noch zur Endcard hier draußen
an der Nordsee. Ja, ich hoffe, euch hat das Video soweit auf jeden Fall gefallen. Denn ja, lasst mal einen Kommentar da. Besonders lasst uns mal mit kommentieren und schreibt mal in die Kommentare, was sind eure Pläne, was sind eure Ziele, was steht für euch da für die Umsetzung an, wie erreicht ihr eure Ziele Step by Step. Lasst uns da mal gemeinsam drüber diskutieren und uns vielleicht auch gemeinsam inspirieren. Ich denke mal, das ist für den einen oder anderen hier bestimmt auch nochmal sehr inspirant. Interessant, dass wir uns da gegenseitig austauschen können. Ja, und was gibt es heute natürlich noch auf der Endcard zu sehen? Auf der anderen Seite mein letztes Video, wo es gerade um ein Q&A geht, was ich ab nächsten Sonntag machen werde. Also wie gesagt, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, checkt es da auf jeden Fall aus. Haut eure Fragen mit rein, was ihr wie schon immer fragen wollt. Einige sind da schon fleißig mit am Start. Bei 206 Abonnenten möchte ich da einige sehen. Und auch alle Neuen natürlich sind ebenfalls mit herzlich eingeladen, Fragen gerne zu stellen, die ich dann am Sonntag in meinem Video beantworten werde. Und den Kanal des Tages. Ja, den Kanal des Tages. Wen haben wir denn heute? Was läuft denn da gerade? Ah ja, Kanal des Tages habe ich den guten Max Green. Auch ein sehr interessanter YouTuber, der sehr schöne, interessante Videos macht. Am Anfang waren zum Beispiel sehr viele Wandervlogs dabei, wo er mit seinen Freunden unterwegs war. Aber auch so viele Erfahrungstipps, was er in seinem Leben da alles schon so begegnet ist und erfahren hat. Jetzt gerade aktuell hier gerade sein Video, wo er Tipps für YouTube-Anfänger gibt, was man bei YouTube beachten sollte und was nicht. Checkt auf jeden Fall seinen Kanal mal mit aus. Lasst ein Abo da, wenn ihr meint, hey, der Mann ist was für euch. Der macht klasse Videos. Lasst einen Däumelein nach oben für seine Videos. Denkt mal, würde ihn bestimmt richtig freuen. Unterstützt ihn auch mit in seiner Community. Ich finde seine Videos klasse. Ich kann sie deshalb nur mit empfehlen. Ja, und ansonsten, wie gesagt, Dankeschön, dass ihr wieder mit dabei seid. Danke für die tolle Community. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wenn ja, Däumelein, lässt das Bäumchen nach oben wachsen. Auch ein Abo für alle Neuen würde ich mich natürlich auch freuen. Bis dahin, ja. Und ansonsten würde ich mal sagen, ja, dampfe ich mal mit dem nächsten Kutter mal hinter mir ab. Gut, bei der Ebbe wo eher schlecht. Nee, in diesem Sinne sage ich mal, see you later, Alligator. Bis zum nächsten Mal wieder hier bei Alter ihr und wir, Alter ihr mit euren Rico. Und wir, meine Lieben, das seid ihr. Und gemeinsam sind wir hier in dieser wunderschönen Welt, hier in dieser von Apple geplagten Nordsee. In diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal.